Hallo Freunde, der Putzmann mal wieder am Start. Ich putze auch gleich das Waschbecken. Es sieht scheiße aus. Und dafür brauchen wir einen Schwamm und diesen Lappen. Ich nehme einfach kurz mal die Scheuermilch. Verteile ich erstmal ein bisschen Scheuermilch über dem Waschbecken. Viel hilft nicht viel, also so ist es jetzt nicht, deswegen. Oh, ein guter Schwamm, ganz neu. Auch jungfräulich. An die Männerwelt mal wieder. Man muss nicht nur das Waschbecken putzen, kann doch welche sauber machen. Und man macht die hier nicht damit, sondern mit der glatten Seite. Weil wenn du die raue Seite nimmst, also das hier der Hahn, der bekommt dadurch Kratzer. Und niemand mag Kratzer in seinem Namen. Wunderschönen Wasserhahn. Und natürlich auch unten drunter. Aber da ich gerade mal 5 Abonnenten habe, wird mir das nichts bringen, weil für 5 Abonnenten bekommt man kein Geld. Jetzt muss man den Schwamm danach, nachdem ich jetzt alles mal ordentlich eingeseift habe, den Schwamm auch mal wieder richtig ausspülen. Jetzt nehmen wir den Lappen. Ich trockne das leicht ab und nehme den Schaum runter. Oh, was haben wir denn da? Seht ihr das? Daran erkennt man, dass hier schon ewig nichts mehr gemacht wurde an dem Waschbecken. Deswegen brauche ich jetzt was Stärkeres. Ich habe Reinigungsmittel, die hauen rein. Und zwar richtig. So viele Reinigungsmittel. Variol. Badgrundreiniger. Alles, was damit in Berührung kommt, wird aufgelöst oder zersetzt. Boah. Und ich werde das da jetzt draufkippen und habe direkt eine Reaktion. Seht euch das mal rein. Direkt, das ist alles Kalk. Unglaublich. Ich lasse das natürlich jetzt einwirken und mache in der Zeit das Waschbecken weiter. Muss mich mal auf euer Niveau herablassen. So. Ah, da sind auch ein paar Flecken. Boah, das Zeug riecht. Lass halt rein. Und da gehe ich jetzt ganz vorsichtig mit dem Schwamm dran. Und ich gebe euch einen guten Tipp. Wenn ihr mit Variol arbeitet, macht es nicht wie ich. Zieht euch bloß Handschuhe an. Also ich habe das Zeug schon mal benutzt ohne Handschuhe. Es hat sich bei mir mindestens eine Woche lang die Haut geschält. Also das Zeug ist echt widerwärtig. Es ist hartnäckig, das Zeug, aber es geht runter. Sowas muss sofort weggemacht werden. Wenn es nicht weggemacht wird, Riesenproblem. Und es ist zwar verteilt, aber es arbeitet weiter. Nein, und wie ihr jetzt wunderbar erkennen könnt, ist dieses Waschbecken, was gesehen, ist dieses Waschbecken schon mal um ein Vielfaches sauberer als vorher. Selbst die Wand ist ein bisschen sauberer. Und dann, ja, haben wir es eigentlich. Also dann, ich wünsche euch noch viel Spaß, habt einen schönen Tag. Ich verabschiede mich, euer Putzmann. Ciao.